Hallo alle zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch mal keine Barbie-Puppe vor, sondern wie man sehen kann, ein Spielset von Barbie Extra. Und vorab möchte ich noch sagen, dass meine Videos ausschließlich an ein erwachsenes Publikum gerichtet ist. Somit für erwachsene Sammler, Personen ab 18 Jahren. Und bei dem Spielset handelt es sich um einen sogenannten Styling-Automaten. Und zwar von Barbie Extra. Und was kann ich denn noch dazu sagen? Und zwar, es gibt hier 20 Teile. Und man kann hier sehen in den Bildern, dass man eben auf diesen Knopf drauf drückt und dann kommen ganz viele Teile zufällig raus. Dann gibt es dabei noch einen Spiegel. Dahinter verbirgt sich natürlich auch noch ein Schrank, um eben Dinge, wie man hier sehen kann, aufzubewahren. Und hier ist natürlich auch noch so eine Schublade. Also vieles, um aufzubewahren. Dann kann man hier die ganzen Accessoires sehen, die es gibt. Kleider, Bügel und zuckersüßen Hund. Und ja, so viel zu dem Inhalt vorab. Und das Spielset kostet übrigens so 45 Euro. Ich denke bis zu 50 Euro. Ich habe sie doch für die Hälfte bekommen, nur 25 Euro. Ich habe nur 25 Euro bezahlt, was ich echt ein toller Preis finde. Und ja, dann was kann ich noch dazu sagen? Und zwar, das Spielset ist für Kinder ab 3 Jahren. Dann, hier sind noch verschiedene Informationen, dass es 20 Teile gibt. Hier ist ein Bild von Barbie, wie sie diesen Kleiderschrank verwendet. Dann hier ist noch ein Bild von Barbie und ein paar Accessoires. Dann kann man hinten noch so ein paar Beispielfotos sehen, was es alles gibt, Accessoires, wie es hier drin aussieht, ja, wie das Ganze eben funktioniert und, und. Und wichtig ist auch noch zu sagen, dass das Spielset eben kleine Teile enthält, die für Kinder eben eine Gefahr sein könnten, denn sie könnten sich daran verschlucken. Und ja, dann auf der anderen Seite ist auch noch so ein Bild von dem Hund, ja, der auch echt süß ist. Also ich finde, der Hund, der erinnert mich so ein bisschen an den, ich finde, es ist so eine Reinkarnation von Preminger aus dem Film Barbie und die Prinzessin und das Dorfmädchen. Ja, und so viel zu dem Spielset und der Verpackung, die ich total schön finde. Dann werde ich das Ganze eben auspacken und dann schauen wir uns ja, das Spielset genauer an. Und ich zeige euch natürlich auch noch, wie das Ganze funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Also ich habe das Spielset ausgepackt. Ich zeige euch erstmal kurz, wie dieser Styling-Automat aussieht. Und zwar da oben ist so eben das Logo, Barbie Extra. Dann ist natürlich hier steht Let's Play drauf. Hier kann man auf den Knopf drücken. Dann ist da so eine Falltür, die sich öffnet. Dann steht hier noch Shine On, Do Your Thing. Und was ich gut finde, ist bei diesen ganzen draufgedruckten Sachen. Und zwar, das ist so, das ist kein Sticker. Oder? Okay, doch, es ist ein Sticker. Aber bei denen hier oben, es ist kein Sticker, sondern es ist irgendwie so drauf gedruckt. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil es eben sehr ständig ist, im Vergleich ständiger ist als ein Sticker. Und ja, dann ist hier natürlich noch ein Spiegel. Hier ist so eine Schublade, kann man aus Zeug rein tun. Dann von der Seite her steht hier noch extra drauf. Und hinten, ja, so sieht der Automat aus. Da sind eben so viele Sterne. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Dann scheint es so durch. Dann ist hier natürlich die Tür zum Öffnen, um die Sachen reinzutun. Und hier ist auch noch so ein kleines Fenster. Da unten steht noch Outfit Goals. Ja. Also, da sind viele coole Details bei diesem Spielautomaten. Dann, also außen und innen, ist hier einmal so ein Spiegel mit einer Schleife obendrauf, noch solchen falschen Lichtern. Dann ist hier natürlich auch noch so eine Kleiderstange. Kann man zum Beispiel Sachen reinhängen, wie zum Beispiel dieses T-Shirt. Dann ist hier natürlich auch noch so ein Haken, um Klamotten aufzubewahren. Also viele Möglichkeiten. Und natürlich klar, hier ist die Schublade, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Und ja, dann zeige ich euch noch die Accessoires und werde alles natürlich auch noch alles gleich in den Automaten werfen.
Dann, was haben wir alles drin? Also, was gibt es für Accessoires? Einmal dieses T-Shirt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Hinten kann man das Ganze mit Klettverschluss öffnen und schließen. Ich weiß schon von einem anderen T-Shirt, dass das nur einer. Also, das passt primär eher so den normalen Barbies oder den schlankeren Barbies. Der Curvy Barbies passt schon, aber es würde hier die Naht einfach aufreißen. Und ja. Das packe ich jetzt auch mal da rein. Beziehungsweise ich lege es mal erstmal raus. Dann gibt es natürlich noch ein paar Schuhe, und zwar in Blau oder Türkis. Das sind ja so Boots, die passen. Ich denke, die passen nur normalen Barbies. Ich habe hier mal eine Barbie als Beispiel. Und schauen wir mal, passt es ihr? Ja. Passt nur einer normalen Barbie. Wobei, warte, oh, was sage ich denn? Das ist eine große Barbie. Also ihr passt der Schuh. Ja, das ist dann doch ein Schuh für Curvy Barbies und große Barbies. Und ja, das packe ich mal hier rein. Dann gibt es noch eine Sonnenbrille mit dazu. Die finde ich auch sehr schön in Blau. So durchsichtiges Plastik. Dann noch eine Kette. Ich fände es schöner, also auch so in so einem goldenen Plastik. Ich fände es schöner, wenn das so chrom wäre. So chromfarben wäre, also wie Metall aussehen würde. Da noch eine Herzbrille in Lila, auch ganz nett. Dann gibt es hier auch noch so ein paar High Heels mit so Puscheln, einen Spitzen, die passen nur einer normalen Barbie, beziehungsweise Appetit Barbie. Auch ganz hübsche High Heels. Dann ist hier noch so eine Tasche in Form einer Rose. Ich finde es schön, dass sie auch so ein bemaltes Detail ist. Und es geht auch hinten rum, finde ich echt toll. Dann ist noch eine andere Tasche mit dabei, eine grüne, die noch so durchsichtiges Plastik. Die finde ich auch sehr schön, sehr cool, so schön giftgrün auch. Dann gibt es noch eine Tasche. Die ist auch so gold, in so einem goldfarbenen Plastik. Ja, finde ich. Könnte ein bisschen schöner sein, das Plastik. Aber an sich finde ich das Design sehr schön von der Tasche. Dann gibt es noch eine Tasche. Ich weiß nicht, wie viele sind das? Bis jetzt waren es drei. Das ist, denke ich, die vierte Tasche in Lila. Auch ganz hübsch. Ich wünschte, auch hier wären einfach bemalte Details dran. Dann die fünfte Tasche, denke ich. Die hat hier solche Wolken drauf gedruckt. Das finde ich sehr cool. Also ich mag Details, die bemalt sind. Geht immer. Und die hat auch ein sehr interessantes Design. Also wirklich extra eben. Dann die sechste Tasche ist eine Clutch in so einem perlfarbenen Plastik. Finde ich auch sehr schön. Dann gibt es noch so einen Sichtschutz. Im Englischen sagt man es doch Visor. Finde ich auch sehr schön. Also ist auch ganz solide. Also jetzt nichts Besonderes. Gelb eben. Dann gibt es dazu noch eine Kamera in Rot. Auch hier wären ein paar Details sehr schön. Also so bemalte Details. Dann gibt es auch hier noch so ein Armband in Lila oder Flieder. Plastik ja auch ganz solide, hübsch. Und natürlich noch ein paar Kleiderhaken. Die packe ich auch mal rein. Und natürlich auch noch so ein cooles, ja, das T-Shirt, was ich euch vorhin auch schon gezeigt habe. Und ja, dann mache ich das Ganze mal zu. Und zu guter Letzt ist mit dabei natürlich auch noch dieser coole Hund. Der hat auch so eine Brille an. Ja, und hinter der Brille verbirgt sich dieses zuckersüße Gesicht. Also ich finde, es ist ein echt süßer Pudel. Mir gefällt er total. Ich finde es auch schön, dass er so viele Details hat. Und trägt auch hohe Schuhe. Nicht ganz tierfreundlich, aber dennoch sehr, sehr lustig. Und ich glaube, Kinder mögen sowas einfach auch sehr gerne. Ich weiß, viele erwachsene Sammler finden den Hund oder die Tierchen da immer ein bisschen unnötig. Aber ich denke so, ach, wieso nicht? Die sind ja eigentlich ganz süß. Und Kinder mögen sowas, ja, denke ich zumindest. Dann schauen wir uns natürlich noch an, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, man muss eigentlich nur auf den Knopf hier drücken. Ich hoffe, es funktioniert auch gut. Und das ganze Zeug kommt. Ah, cool. Das cool, das geht ja eigentlich ganz gut. Oh.
Ja, okay. Naja, es kommt auf jeden Fall was raus. Ich denke, manchmal verstopft das einfach. Da muss man das natürlich rausholen oder schauen, wo das Problem ist. Ah, jetzt geht's. Ja, und dann muss man ein bisschen schütteln. Und ja, es funktioniert, also es funktioniert, ist ganz simpel auch. Und das finde ich eigentlich auch sehr wichtig. Also mir gefällt's. Finde ich cool. Ja, und natürlich muss man das Ganze dann auch aufräumen. Da kann man eben hier die ganzen Kleiderbügel reinlegen. Und ja, hier ein bisschen. Ordnung ist natürlich sehr wichtig. Kann man hier die Schuhe aufbewahren. Also gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, das ganze Zeug eben zu verstauen. Und man kann natürlich auch noch die Accessoires und die Klamotten von den ganzen anderen Barbie extra verwenden. Ja. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zu meinem Fazit, was ich von dem ganzen Set halte. Also ich finde, das Set ist eigentlich echt cool. Mir gefällt es. Ich finde die Aufmachung sehr schön. Ich mag allgemein das Konzept von Barbie Extra sehr, weil es einfach, finde ich, eine Verbesserung ist im Vergleich zu den ganzen anderen Puppen, die es vorher gab. Und ich mag es, dass da viele Accessoires und ich finde es auch sehr lustig mit mit diesem Automat, dass man ganz viel Zeug bekommt. Und ja, ich finde es auch, ja, ich finde es einfach cool. Mir gefällt es. Ich finde, es ist echt schön, um die ganzen Barbie Extra Puppen zum Beispiel zu displayen oder so. Ich mag das, weil. Dann kann man das vielleicht in die Vitrine reinstellen, je nachdem, was man für ein Typ Sammler ist. Und ja, preislich finde ich das ein bisschen teuer, dieses Spielset, weil das kostet ja so 45 bis 50 Euro. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das zu kaufen, wenn es reduziert ist oder irgendeinen Gutschein oder einen Gutschein dafür zu verwenden, weil ich finde, 50 Euro ist schon happig. Und ich habe dafür nur die Hälfte bezahlt und dachte ich, ja, auf jeden Fall ist das ein Muss. Und ich finde, das ist eher so 30 Euro wert. Ja, und was man natürlich verbessern könnte, ist natürlich die Accessoires, zum Beispiel hier, also mit ein paar mehr Details zu versehen. Dann finde ich, hat das Ganze einfach mehr Dimension. Also ich finde, es würde dann einfach besser aussehen. Oder vielleicht noch ein paar mehr Klamotten reintun. Wäre auch nicht schlecht. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden und ich finde, ich kann es jedem empfehlen, der Barbie Extra auf jeden Fall toll findet. Ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass Kinder das Ganze toll finden werden und ich finde, die Qualität ist gut. Der Spiegel funktioniert auch. Also die zwei Spiegel funktionieren auch. Und ja, ich finde, das ist echt top. Mir gefällt's. Ich hoffe, euch hat das Video auch soweit gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt dem Video gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schreibt auch gerne einen Kommentar drunter, wie ihr das Spielset findet oder wie ihr allgemein Barbie findet oder. Und ja, also ich sag dann jetzt auch mal Tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr einschaltet. Bis dann. Und jetzt noch einmal zum Abschluss. Ich find's lustig und ich weiß ganz genau, Kinder, die lieben sowas, die würden das die ganze Zeit immer und wieder machen. Also, bis dann.